Was geht, Corey hier und willkommen zurück auf meinem Channel. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wurde in den Kommentaren gefragt, sind Juden und Christen eins? Also gehören die zusammen im Sinne dessen, dass es Brüder und Schwester sind? Bevor wir in das Thema eingehen, vergesst doch nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das hilft mir einfach, Gottes Wort weiterzugeben. Aber kommen wir direkt zum Thema. Als ich diese Frage gelesen habe, habe ich erstmal gefragt, wieso fragt man sich das überhaupt? So, was haben Juden und Christen denn eigentlich miteinander zu tun? Und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, so was für ein Video möchte ich denn eigentlich machen, um diese Frage zu beantworten. Deshalb heute möchte ich ein bisschen darauf eingehen, was Juden und Christen eigentlich miteinander zu tun haben. Es sind doch zwei verschiedene Religionen. Und das möchte ich machen, indem ich ganz kurz die Story der Juden zusammenfasse, also praktisch das Alte Testament zusammenfassen, das, woran wir glauben. Das Ding ist ja, Gott hat ein Volk ausgesucht, und zwar die Juden. Also um genauer zu sein, das Volk Israel hat er ausgesucht. Im 5. Mose 7 bis 6 lesen wir, denn ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Also wir sehen, Gott hat ein Volk auserwählt. Aber das war nicht das erste Mal, dass Gott Menschen begleitet hat. Gott war natürlich von Anfang an dabei. Adam und Eva, Kain und Abel, bis zu unserem Glaubensvater Abraham. Aber wir lesen ja auch, dass die Menschen sich immer wieder von Gott getrennt haben. Sie wollten nichts mit ihm zu tun haben oder sie haben ihm sogar ganz den Rücken gekehrt und haben sich einfach neue Götter erfunden und sind denen nachgefolgt. Gott hat aber ein Volk ausgesucht, um seine Macht zu zeigen. Er hat nicht das größte, nicht das stärkste, nicht das beliebteste Volk ausgesucht, sondern er hat eine kleine Gruppe ausgesucht, um zu zeigen, wie groß er doch selber ist. Dieses Volk hat aber trotzdem Kämpfe gewonnen, obwohl es gar nicht so stark war. Obwohl es unterschätzt wurde, aber immer wenn es mit Gott unterwegs war, konnte niemand etwas gegen dieses Volk tun. Das Ding ist aber zwischen Israel und Gott, das ist eher so eine On-Off-Beziehung immer wieder gewesen. Mal eine Generation hat Gott vollkommen vertraut und ist ihm nachgefolgt, aber dann wieder die nächste Generation oder ein paar von diesen Menschen wollten ihr eigenes Ding tun, haben gesündigt, sind anderen Göttern gefolgt. Und genau dann ging es diesem Volk auch immer wieder schlecht. Sie haben Kriege verloren oder sie wurden versklavt. Mal sind sie frei und haben ihr Time of the Life, aber ein anderes Mal verbinden sie sich mit einem Volk, was von Gott gar nicht gewollt ist und nehmen deren Götter an und verehren sie. In Esra Kapitel 9, Vers 2 lesen wir zum Beispiel, denn sie haben von deren Töchtern für sich und ihre Söhne genommen und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Also wir sehen, Gott und Israel haben eigentlich eine tiefe Beziehung, aber Israel ist immer wieder abgewichen. Wir sehen, dass das Volk Israel nur eine kurze Zeit zufrieden ist mit der Beziehung zu Gott. Jedes Mal wollen sie ihren eigenen Willen tun, egal ob es gut oder schlecht ist. Einmal geht es ihnen eigentlich so gut. Aber nein, sie wollen unbedingt einen König haben, so wie alle anderen es haben, nur weil sie gesehen haben, oh, der hat einen König und der hat einen König und das Volk hat einen König und das Volk hat einen König. Wir wollen das auch. Wir wollen jemanden, der über uns ist und uns richtet und du Gott, du bist es nicht. Und das lesen wir in 1. Samuel, Kapitel 8, Vers 19 bis 20. Und da heißt es, es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir seien wie alle anderen Heidenvölker. Über die Heiden rede ich später nochmal genauer, also bleibt dran, damit ihr es nicht verpasst. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Also es ging nicht mehr darum, hey, wir als Volk Israel wollen Gott, dich als unseren Führer, als der uns beschützt, der unsere Kriege führt, sondern wir wollen einen Mensch haben. Wir wollen es so machen wie alle anderen Völker da draußen. Und wenn ihr das Video letzte Woche gesehen habt, dann wisst ihr, Israel war wie ein Kind, das nicht weiß, was gut und schlecht ist. Hier in dem Beispiel sehen wir ja, oh, die sehen etwas anderes und das wollen sie auch. Wir lesen weiterhin auch von dem Messias, der kommen wird. Wir wissen heutzutage natürlich, dass der Messias, der kommen wird, Jesus ist. Aber das wussten sie damals natürlich noch nicht. Wir lesen etliche Prophezeiungen, die später auch so eintreffen. Wir lesen von, der Messias ist der Nachkomme Abrahams. Der Messias wird von einer Jungfrau geboren.
Der Messias wird weise sein, der Messias wird mitfühlend sein, wie ein Hirte für seine Schafe. Und außerdem lesen wir noch, der Messias wird sündlos sein und der Messias wird von den Juden abgelehnt werden. Und das alles, wie wir wissen, auch historisch, hunderte Jahre bevor Jesus gekommen ist, stand das schon alles geschrieben. Und die Juden kannten diese Stellen. Hier sind noch ein paar weitere Prophezeiungen, falls ihr einen Screenshot machen wollt. Israel hoffte also, dass Gott einen König senden wird, der ganz nach seinem Willen regiert. Diesen König nannten die Juden Messias. Der das Volk aus der politischen, wirtschaftlichen und geistlichen Not retten wird. Wenn wir aber dann weiterlesen und die Story weiterverfolgen, kommen wir irgendwann ins Neue Testament. Wir sehen, Jesus war ein Jude, die meisten Apostel waren Juden, Pharisäer, Schriftgelehrten, das waren alles Juden. Es geht um das Volk Israel. Aber wo kommen dann Christen dazu? Das Ding ist ja, Jesus ist gekommen, hat all diese Prophezeiungen erfüllt. Der Messias ist gekommen, worauf die Juden gewartet haben und die Juden haben ihn nicht angenommen. Die meisten Juden haben ihn nicht angenommen. Die aber, die Jesus angenommen haben, die wurden dann, früher oder später, von außen hin Christen genannt, weil die ja die Lehre des Christus nachgefolgt sind. Aber praktisch sind es ja immer noch Juden. Es waren ja für Außenstehende nicht verständlich, ja okay, du nennst dich Jude, aber du nennst dich Jude, aber ihr kämpft miteinander, also ihr streitet miteinander. Da wurden sie von außen erstmals Christen genannt. Also praktischerweise ist nichts Neues dazu gekommen. Die Geschichte ist einfach weitergegangen. Es gab aber einfach die Juden, die Jesus angenommen haben und daran geglaubt haben, was alles prophezeit wurde und dass die Prophezeiungen genau auf Jesus zutreffen. Das haben sie angenommen. Und dann gibt es die Juden, die aber sagen, nein, das ist er nicht. Das ist nicht der versprochene Retter. Und sie haben genauso wie all die Jahre vorher Gott wieder den Rücken gekehrt. Aber wo kommen dann du und ich dazu? Weil wir sind ja keine Juden. Außer wenn du selbst Jude bist, bist du ein Heide, ein Außenstehender. Und davon haben wir eben geredet. Die Heidenvölker. Alle, die nicht das Volk Israel sind. Wir sind nicht das auserwählte Volk. Wir gehören eigentlich gar nicht dazu. Eigentlich sind nur die Juden das auserwählte Volk. Die Heiden, die waren ohne Gott unterwegs. Sie haben ihre eigenen Götter erfunden, haben das getan, was sie wollten, ohne göttliche Führung. Im Endeffekt war Gottes Plan zu zeigen, dass man ihn braucht. Dass man nur mit ihm leben kann. Aber als er das vollbracht hat, also als Plan Nummer 1 abgehakt war, kam Plan Nummer 2, dass er gesagt hat, so ihr seht jetzt, Menschheit, ihr seht, ihr braucht mich, ihr seht dieses Volk, wenn sie mich haben, wenn sie mit mir unterwegs waren, dann waren sie das stärkste Volk überhaupt, wenn sie aber nicht mit mir unterwegs waren, dann habt ihr sonst was mit denen gemacht. Hier kommt die Lösung. Und die Lösung war Jesus, Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Zuerst die Juden, wie Paulus auch in Römer 1,16 sagt, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für die Juden, dann für die Griechen oder für die Heiden, für alle anderen, weil die Juden ja nicht wollten. Also ein paar schon, aber die Juden wollten nicht. Und es gibt ein Gleichnis, was Jesus gibt in Matthäus 22, wo ein König seine Knechte rausschickt, um die geladenen Gäste zu rufen. Aber die sagen, ne, wir wollen nicht. Und dann passieren auch noch andere Sachen, könnt ihr gerne nachlesen. Und dann geht der König zu den Knechten und sagt, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die geladenen Gäste waren es nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzung der Straßen und lade zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Hey? Dann geh auf die Straße, ladet einfach alle ein. Gut und böse, jeder ist willkommen. Und wenn es nicht offensichtlich ist, sehen wir ja, was das ein Bild ist. Die geladenen Gäste waren die Juden. Aber sie wollten nicht kommen, sie wollten Jesus nicht annehmen. Sie wollten den Retter nicht annehmen. Sie wollten nicht gerettet werden. Und dann hat der König gesagt, okay, jetzt ist die Tür offen für alle. Und das sind wir, auch die, die nicht Juden sind, die nicht unbedingt zu dem auserwählten Volk gehörten.
Und jetzt sind wir nicht mehr irgendwelche dahingelaufene Streuner. Nein, wir gehören jetzt zu dem auserwählten Volk. Es heißt auch, dass die, die eingeladen wurden, dass die, die zuerst da waren, rausgenommen werden und wir eingesetzt werden. Das lesen wir in Römer 11, Vers 20 in einem Beispiel, dass wir, die wir jetzt Jesus angenommen haben, dazugehören und die, die Jesus nicht angenommen haben, nicht mehr dazugehören. Also es gibt die Juden, die Jesus angenommen haben, die nennen wir auch messianische Juden. Und dann gibt es uns, die wir Heiden waren, die Jesus angenommen haben. Wir nennen uns jetzt Christen. Und dann gibt es natürlich die Juden, die Jesus nicht angenommen haben. Und natürlich Heiden, die Jesus nicht angenommen haben. Also sind Juden und Christen jetzt Brüder und Schwester? Ganz kurz, um Brüder und Schwester zu erklären. Jesus gibt uns eine Erklärung, was für ihn Bruder oder Schwester bedeutet. In Markus 3, 33 bis 35, da geht es nämlich darum, dass Leute zu ihm kommen und sagen, hey, da draußen ist deine Mutter und deine Brüder, so, die warten auf dich, die suchen dich. Und Jesus sagt, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder und Schwestern? Und dann schaute er herum und dann sagte er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und Mutter. Also wenn wir jemanden Bruder oder Schwester nennen oder wie wir auch sagen, Bruder im Herrn oder geistliche Geschwister, dann meinen wir genau das. Die, die Gottes Willen tun, die sind unsere Geschwister. Und was ist der Wille Gottes? Dass wir Jesus annehmen. Und das haben wir getan? Das haben die messianischen Juden getan? Also ja, wir sind Brüder und Schwestern. Aber die, die Jesus nicht angenommen haben, die sind nicht unsere Brüder und Schwestern. Also ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Ja, es gibt Juden, die kannst du deine Brüder und Schwestern nennen. Aber es gibt weitere Juden, die du nicht deine geistlichen Geschwister nennen kannst. Denn sie haben Jesus ganz klar abgelehnt. Aber heißt ja nicht, dass wir nicht für sie beten können. Wir können für alle Menschen beten, die Jesus nicht angenommen haben. Und wir sollen auch für alle beten, die Jesus noch nicht angenommen haben. Denn es ist noch nicht zu spät. Solange sie atmen, können sie Jesus noch annehmen. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video geholfen und gefallen. Wenn ja, dann vergesst doch nicht zu liken. Das hilft auch, um einfach Gottes Botschaft weiterzugeben. Und falls du noch eine Frage hast, schreib es doch in die Kommentare und du kannst verantwortlich sein für das nächste Video. Aber ja, das war's für diese Woche. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin, Core hier, ihr da. Alles klar. Wenn ihr mal das Evangelium Kapitel für Kapitel durchmachen wollt, ich habe hier eine Playlist, wo ich die ersten 20 oder so Kapitel im Markus-Evangelium durchgemacht habe, weitere Folgen auch noch.